Das kann ich dir nicht vergeben. Das werde ich dir nie verzeihen. Das kann ich einfach nicht vergessen. Wie oft warst du schon in Situationen, wo du sowas gehört oder selbst gesagt hast? Und warum das jetzt so wichtig für dich ist, dass du dir dieses Video hier anguckst, damit du in die Vergebung kommst und das wirklich loslassen kannst, was du vom Herzen nicht verzeihen willst oder nicht verzeihen kannst und wie du das trotzdem loslässt, weil du weißt, es ist schmerzhaft. Das alles zeige ich dir jetzt hier in diesem Video. Hallo, ich bin Elena Sommer und wir machen jetzt eine kleine Übung, die dir dabei hilft, zu verstehen, warum es so wichtig für dich ist, zu verzeihen, egal wer dir was angetan hat, egal was du irgendwann mal in deiner Vergangenheit gemacht hast oder von dem du glaubst und fühlst, wenn du es loslässt im Sinne von Vergebung, dass du dem anderen einen Gefallen damit tust. Die Wahrheit ist, der Schmerz ist nur bei dir. Und um das zu verändern, machen wir jetzt hier diese Klopfrunde zum Vergeben, zum Vergeben, auch nicht zu vergeben. Und ich setze dafür meine Brille ab. Und nein, wir fangen diesmal am Handkantenpunkt an und sprich mir einfach nach. Auch wenn ich nicht bereit bin zu vergeben, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Auch wenn ich überhaupt nicht bereit bin zu vergessen, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Und auch wenn ich glaube und fühle, dass wenn ich jetzt vergebe, ich die Erste bin, die hier diesen Step vorwärts macht, dass ich dem anderen einen Gefallen tue. Und all das bin ich jetzt bereit aufzulösen, loszulassen und gehen zu lassen. Wir gehen jetzt an Augenbraue. Ich bin bereit zu vergeben. Ich bin bereit zu vergessen. Ich bin bereit, für mich zu vergeben. Denn Vergebung ist nur für mich selbst. Denn ich bin diejenige, die nicht bereit ist, sich selbst in die Heilung zu bringen. Und Vergebung ist ein Riesenschritt dorthin. Es tut weh, diejenige zu sein, die vergeben muss, die glaubt, vergeben zu müssen, die wieder als die Stärkste dargestellt wird und deswegen die Erste ist, die vergibt. Und ich öffne mich jetzt für die Möglichkeit, dass Vergebung mich in die Selbstheilung bringt. Egal, was der andere getan hat, egal, was ich irgendwann mal getan habe, egal, was irgendwann mal geschehen ist. Emotional, mental, spirituell und energetisch. Und ich öffne mich für die Möglichkeit, dass Vergebung etwas Leichtes ist. Wir machen jetzt noch eine Klopfrunde. Ich bin bereit, jetzt zu vergeben. Ich bin bereit zu vergeben, dass ich vielleicht doch nicht bereit bin zu vergeben. Ich vergebe jetzt dir, mir und allen anderen Situationen, die ich erlebt habe. Vergebung hat was mit in die Heilung kommen zu tun. Und ich will mich selbst heilen. Ich möchte meine Selbstheilungskräfte dadurch unterstützen, dass ich auch bereit bin, Dinge loszulassen und zu vergeben, die jemand anders mir angetan hat, die ich jemand anderen angetan habe und eben auch zu vergeben, dass ich vielleicht nicht bereit bin zu vergeben. Und ich öffne mich jetzt für die Möglichkeit, dass die Heilung in die Vergebung automatisch von meinen Selbstheilungskräften aktiviert wird.